die Stimmen sind für mich eigentlich sehr real, so als würden wir uns unterhalten. They would be present during the day and it was almost like you'd fall asleep and they would be waiting for you. Sie waren präsent während des ganzen Tages und nachts warteten sie bereits. Ich hörte die Stimmen, auch wenn ich schlief. Die Stimme war für mich jetzt nicht spezifisch als männlich oder weiblich einzuordnen. Sehr lieb, eine ganz liebe Stimme, sanft und Vertrauen erweckend. Also ich hatte das Gefühl, das ist was Gutes, was mir da widerfährt. Wenn wir wissen, dass über 10% der Menschen Stimmen hören, dann ist das ja schon fast normal. Und das kann man auch sehen, wenn man also da solche bildgebenden Verfahren benutzt, kann man sehen, dass die Leute tatsächlich eine Stimme hören, auch wenn von außen keine kommt. So now if you could just take a moment to become the voice. Nimm dir Zeit, die Stimme zu werden. Zugeflüstert und angeschrien. Vom Leben mit fremden Stimmen. Ein Feature von Anja Krug-Metzinger. Das Stimmenhören hat bei mir angefangen im Spätherbst 2003. Jennifer Siedler arbeitet als Tonmeisterin für Film und Fernsehen und lebt in der Nähe von München. Sie ist Mutter eines 5-jährigen Jungen. Das war eine Situation in meinem Leben, die war ziemlich verzweifelt, sag ich mal. Das war privat, beruflich und auch die Wohnsituation, das kam alles zusammen, dass ich mich total überlastet und überfordert gefühlt habe und mir Hilfe gewünscht habe und schon überlegt habe, wende ich mich jetzt an jemanden professionellen, an Therapeuten oder was kann ich tun? Und ich habe in meiner Verzweiflung, sag ich mal, einfach so in den Raum gerufen, ich brauche Hilfe. Und plötzlich muss irgendwas passiert sein bei mir. Es hat eine Stimme geantwortet. Es war erst ganz leise zu vernehmen und wurde dann immer deutlicher. Und es kam wie, hab keine Angst, du bist nicht allein, wir helfen dir. Der hat sich mir vorgestellt als Erzengel Michael. Da dachte ich erstmal, ja, ja, klar. Das war vor circa 13 Jahren. Da hatte ich einen Burnout und konnte von einem Tag auf den anderen keinen Menschen mehr sehen. Ich war leer, weil ich mich vollkommen verausgabt hatte. Und ja, dann fingen die Stimmen an. Rolf Fahren-Krog-Petersen. Der Schauspieler engagiert sich heute im Vorstand des bundesweiten Netzwerkes Stimmenhören. Der Mitfünfziger wirkt jungenhaft. Aus seinen Gesten spricht die Sehnsucht nach intensivem Erleben. Auf einem Berliner Kongress für stimmenhörende Menschen hängen seine mit breiten Linien gemalten Bilder. Großflächige Gesichter im Comic-Stil, die teilweise zu zerfließen scheinen. Auf einem Gemälde blickt ein Augenpaar übergroß vor Entsetzen. Ja, das ist ein ganz schreckliches Bild. Das sind die schrecklichen Stimmen und was sie mit mir machen. Ne? Das bin ich, der hören muss, ne? Dem sein Mund verschlossen ist und er ist beschallt und hat keine Chance zu entkommen und muss sich dem hingeben und gibt auf und wird fast wahnsinnig unter diesen Stimmen einflussen. Die Stimmen kommen von allen Seiten, sehen mich. Wie Schlangen weinen sie mich und wollen mich immer zum Reagieren bringen. Sie wollen, dass ich mit denen rede. Nordengland, University of Liverpool, Dr. Eleanor Longdon. Die elegant gekleidete Frau fällt auf im eher grauen Umfeld des Wissenschaftsbetriebs. And it was during my second semester that I was leaving a seminar. Nach einem Seminar war da plötzlich eine sehr ruhige, tonlose Stimme, die sagte, sie verlässt das Gebäude. Ich sah mich um und es war niemand da. Aber die Klarheit und die Bestimmtheit war absolut unverkennbar. So klar, als wenn jemand direkt neben mir stünde. Selbst seit 10 Jahren Stimmhörerin erforscht Dr. Eleanor Longdon das Stimmhören als Psychologin an der Universität Liverpool.
Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit engagiert sie sich auch bei Intervoice, einem Netzwerk von Stimmhörern, Therapeuten und Forschern aus 26 Ländern auf 5 Kontinenten. And I was shaken and quite sort of disturbed by this and hurried back to my student accommodation. Erschüttert und verstört rannte ich zurück zu meiner Unterkunft. Und dann hörte ich wieder, sie öffnet die Tür. Das war der Anfang, als die Stimme wirklich da war. Und sie blieb. Ich entwickelte damals die Vorstellung, dass es etwas Kreatives wäre. Die innere Stimme, die innere Muse. Und fragte mich, ob nicht vielleicht jeder diese ruhigen Kommentare hört und nur nicht darüber spricht. Aber ich habe ziemlich früh auch bemerkt, dass die Stimme eine andere Seite hatte. In einer Situation, wo ich sehr starke Gefühle hatte, die ich aber nicht ausdrücken konnte. Und das passierte mir so häufig, weil ich sehr angepasst war und verbarg, was ich wirklich fühle. Das Stimmenhören ist ein sehr verbreitetes Phänomen. Dr. Walter von Lukadu, Physiker und Psychologe. Als Leiter der parapsychologischen Beratungsstelle in Freiburg bekommt er jährlich ca. 3000 Anfragen. Darunter viele, die Hilfe suchen im Umgang mit dem Phänomen Stimmenhören. Früher war es tatsächlich so, dass es zu den Hauptmerkmalen gehörte, zur Diagnose einer Schizophrenie. In neueren Psychiatrie-Lehrbüchern findet man das eigentlich nicht mehr. Und das finde ich auch gut so, weil man eben festgestellt hat, dass es viel mehr Menschen gibt, die Stimmen hören, als Menschen, die einer Schizophrenie leiden. Ungefähr zwischen 5 und 15% der Bevölkerung hört irgendwann im Leben einmal eine oder mehrere Stimmen, die nur die Betroffenen selbst hören. Als akustische oder auditive Halluzinationen werden die Stimmen oft von Wissenschaftlern bezeichnet. Sind solche auditiven Halluzinationen krankhaft? Halluzinationen selber sind keine Erkrankung, können aber als bedeutsames und zentrales Symptom im Rahmen einer Erkrankung wie einer Schizophrenie auftreten. Professor Dr. Klaus Matiak ist leitender Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Universitätsklinikum Aachen. Auditorische Halluzinationen können im Rahmen einer Entwicklungsstörung des Gehirns auftreten, die sich dann als Erkrankung manifestiert und in dem Rahmen auch Halluzinationen auftreten. Aber es gibt auch Menschen, die ohne Erkrankung in der Art Stimmen hören, und dann gehen wir auch meistens davon aus, dass es einfach eine besondere Auslegung oder Fähigkeit des Gehirns ist. Andererseits gibt es auch Halluzinationen in bestimmten akuten Situationen, wie zum Beispiel nach Drogeneinnahme oder unter sehr starken traumatischen Erfahrungen, wie etwa nach Bergwerksunglücken, wobei man da aber davon ausgeht, dass die dann nach Wegfall der Traumatisierung allgemein wieder verschwinden. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die meisten Stimmenhörer psychisch gesund sind und ein völlig unauffälliges Leben führen. Trotzdem werden Stimmenhörer weiterhin stigmatisiert. Das Hauptproblem ist, dass sie heute gelabelt werden, dass man einfach sagt, sie sind psychisch krank. Wenn wir da mal mit aufhören können, wäre das sicher ein Gewinn für die Gesellschaft. Man muss immer sehr genau Acht geben, wem erzählt man was und wie viel. Man möchte ja jetzt auch nicht der totale Außenseiter werden, vor allem auch wegen meinem Sohn. Ich würde es schön finden, wenn ich mehr Möglichkeiten hätte, darüber zu sprechen. Jener Michael war eigentlich mein Hauptbegleiter, mein Lehrer, sage ich mal, hat mich sehr vieles gelehrt. Und wir sind dann zusammen losspaziert. Und er hat nur gesagt, wenn wir zum Beispiel in den Park gegangen sind, hör mal genau hin, sieh mal die Bäume, die Büsche, die Blumen, sie haben dir etwas zu sagen. Und das war ja für mich völlig absurd, dass da jetzt irgendwie ein Baum oder eine Blume eine Stimme haben soll, die sich mir mitteilen kann. Da entwickelt sich das häufig aus dem, was man in der Psychologie als Gestaltwahrnehmung bezeichnet. Gestaltwahrnehmung ist etwas, was auch visuell passiert. Man braucht nur eine Weile zum Beispiel in die Wolken zu schauen oder auf einer Raufasertapete, dann sehen die meisten Menschen irgendwie eine Gestalt, meistens ein Gesicht. Das ist gewissermaßen von unserem Gehirn so vorgeprägt, damit wir sehr schnell was erkennen können, also in der freien Natur, zum Beispiel ein angreifendes Tier oder Mensch,
dass die das nicht konnten, die haben ihre Gene ja nicht weitergeben können. Und in einer gewissen Weise gilt es auch fürs Hören. Und deswegen kommt es natürlich, dass Dichter in der Romantik ein Murmeln im Bach als eine Stimme zum Beispiel von Pan hören oder im Säuseln des Windes. Das ist eine ganz normale Gestaltwahrnehmung, aber das kann sich ausweiten und dann kann das für die Betroffenen problematisch werden. Sausewind. Weint da nicht dein Kind? Regenwasser hat geschäumt. Stille, stille, hab geträumt. Nur die Geistermücke summt. Und mein Kindlein ist verstummt. Nach einiger Zeit, die ich also in Gesprächen mit dieser Stimme verbracht habe, kamen plötzlich noch weitere Stimmen dazu. Ich konnte die unterscheiden. Die hatten eine andere Tonfarbe. Die hatten teilweise eine ganz andere Ausdrucksweise. Also die waren anders als diese Stimme, die mich bisher begleitet hat. Viele Stimmenhörer berichten von derartigen Phänomenen. Seit Jahrhunderten. Hildegard von Bingen gab an, ihr gesamtes Heilwissen visionären Stimmen zu verdanken. Jeanne d'Arc, Giordano Bruno, Rainer Maria Rilke, Winston Churchill, Virginia Woolf und Andy Warhol zählen zu den Stimmenhörern. Welche Erklärungen gibt es für das Phänomen? Wir gehen einerseits davon ganz klar aus, dass das Gehirn ist, das diese Stimmen produziert oder wenigstens im Sinne einer gestörten Filterfunktion, dass quasi sonst nicht informative Geräusche oder Stimmfetzen so uminterpretiert werden, dass da ganze Stimmen draus entstehen und im Laufe der Zeit eigentlich immer sich verselbstständigen. Die andere Richtung wird auch hypothetisiert, sodass es quasi umgekehrt ist, dass man davon ausgeht, dass dieses Kontrollorgan die Bedeutung von einzelnen Ereignissen zuordnet, also Salienzsystem, was insbesondere natürlich über Dopamin vermittelt ist, dass das falsch justiert ist und dass das halt vielen Ereignissen auf einmal eine Bedeutung zuordnet, die ihnen gar nicht zugeordnet werden sollten, nach der Wahrscheinlichkeit. Salienz bedeutet in der Psychologie, dass ein Reiz, zum Beispiel ein Objekt oder eine Person, aus seinem Kontext hervorgehoben und dadurch dem Bewusstsein leichter zugänglich ist. Also etwa ein spontaner innerer Gedanke wird auf einmal als besonders wichtig erlebt, was dann natürlich einerseits dazu führen kann, dass man sagt, okay, das muss irgendwie eine Stimme sein, oder aber auch, dass es als Wahnidee sich festsetzt und dieses gestörte Salienzentwicklung damit auch für unterschiedliche Symptome, insbesondere im Rahmen der Schizophrenie, verantwortlich gemacht wird. Eine andere, ganzheitlichere Perspektive auf das Phänomen Stimmenhören hat Richard Bentel, Professor für Psychologie an der Universität Liverpool. Ich begann das Stimmenhören vor langer Zeit zu untersuchen, als ich dachte, dass das ein Symptom von Schizophrenie sei. Und es dauerte lange, bis ich begriff, dass es eine andere Art gibt, diese Dinge zu betrachten. Ähnlich sieht das sein Kollege Peter Kinderman, Präsident der British Psychological Society. Ich denke, das Konzept von Schizophrenie ist veraltet. Es ist übermedikalisiert, reduktionistisch und im Wesentlichen bedeutungslos. In Wirklichkeit ist es ein Synonym für seltsame Erfahrungen, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Dass Stimmenhören eine komplexe, bedeutungsvolle und kreative Erfahrung sei, die es zu erkunden lohne, meinen viele Mitglieder des Netzwerkes Intervoice, dem auch Stimmenhörerin Dr. Eleanor Longden angehört. Eine der Hauptprämissen der Hearing Voices Movement ist, dass alle Erklärungen, die es für das Stimmenhören gibt, gleichermaßen respektiert und als gültig angesehen werden müssen. Mein persönliches Bezugssystem ist ein psychologisches und emotionales. Aber manche Leute haben ein spirituelles, ein kulturelles, ein technologisches oder ein paranormales, das für sie bedeutend ist.
Es gibt auch Beispiele, wie ganz unterschiedliche Bezugssysteme in die therapeutische Arbeit einbezogen werden. In dem Service, in dem ich gearbeitet habe, gab es viele junge asiatische Männer, für die ihre Stimmen böse Geister sind. Wir arbeiteten mit lokalen spirituellen Führern zusammen, um zu erfahren, an welche teuflischen Geister die jungen Männer glaubten. Und entsprechend behandelte das Psychiatrie-Team Trauma, Missbrauch und soziale Missstände. Alles passte am Ende sehr, sehr gut zusammen. Ich denke, dass man beides machen kann. Ich finde es wichtig zu erfahren, welches Bezugssystem diese Person als hilfreich empfindet. Blut trägt das Feuer. Feuer leckt das Herz. Herz springt in die Wolke. Wolke regnet herab. Regen löscht das Feuer. Wolke verdunkelt das Herz. Erde trinkt das Blut. When I'd sort of a few years later and had sort of got into psychiatry and was enormously distressed, had been diagnosed with schizophrenia. Als ich ein paar Jahre später in die Psychiatrie kam, war ich enorm verzweifelt. Bei mir wurde eine Schizophrenie diagnostiziert. Die Stimmen waren unglaublich aggressiv, bedrohlich, anscheinend allmächtig und allwissend geworden. Und ich hielt sie für Dämonen. Meiner Mutter sagte ich damals, ich brauche keinen Psychiater, ich brauche einen Priester. Du, geh nach Norden, leg dich unter den Schnee. Du, geh nach Süden, leg dich unter den Stern. Du, geh nach Westen, leg dich zu den Toten. Du, geh nach Osten, stimm ihn auf. Nimm den glimmenden Stein. Trag ihn zur Quelle der Ahnen. Grabe ein Loch in das Grab. Leg ihn ein und dann tritt. There's a lot of evidence that traumatic events in our childhood, especially sexual abuse, is related for many people to hearing voices. Ein Zusammenhang zwischen Kindheitstraumata wie sexuellem Missbrauch und dem Hören von Stimmen ist bei vielen Betroffenen belegt. Der Inhalt der Stimmen spiegelt oft traumatische Erfahrungen wider. Menschen, die während der Kindheit traumatischen Erfahrungen ausgesetzt waren, tendieren später eher dazu, Stimmen zu hören. Eine sehr gute psychologische Theorie zeigt, warum ein Dissoziieren während traumatischer Erfahrungen mit einem späteren Hören von Stimmen in Zusammenhang stehen könnte. Es macht Sinn, dass Kinder bei unangenehmen Erfahrungen manchmal dissoziieren, um sich selbst vor emotionalem Trauma zu schützen. Ich hatte eine sehr, sehr schlimme Kindheit mit vier Schlägen und mit einer Mutter, die vollkommen überfordert war mit vier Kindern, ein Vater, der ständig getrunken hat. Ich muss dazu sagen, ich bin als Kind missbraucht worden, als 12-Jähriger. Ich war dann jahrelang obdachlos, ne, und Schwerstalkoholiker. Ich bin dann von einem Theaterregisseur auf der Straße angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, in der Volksbühne meiner Theatergruppe mitzumachen, die in ein Stück probten, Beckett's Warten auf Godot für die Beckett Late Nights dort in der Volksbühne. Und es war fantastisch eigentlich, was daraus entstanden ist. Europa-Tourneen, Kunstförderpreis der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg. Hab Filme gespielt. Der eine, der wurde dann für den Oscar nominiert, was mir eine Einladung zur Oscar-Verleihung einbrachte. Es war Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ja, das war vor circa 13 Jahren. Der Akku war leer, weil ich mich vollkommen verausgabt hatte. Und ja, dann fing die Stimme an. Was da genau passiert, können wir nicht ganz verstehen. Das Gehirn entwickelt verschiedene Abteilungen. Man kann eine Amnesie entwickeln für verschiedene Dinge, die einem zustoßen. Und ja, es ist möglich zu zeigen, dass unter bestimmten Umständen das Wissen über diese Dinge wieder auftaucht. Es schläft wie unter Linnen des warmen Schnees, tief innen eine Nachtigall. Wer hat sie dort begraben? Verschmähte Honigwaben, Trunken süßen Schall. Woher genau kommen diese Stimmen? Nach fast 150 Jahren Forschung weiß man immer noch zu wenig. Was genau passiert im Gehirn von Stimmenhörern? Universitätsspital Zürich. Jennifer Siedler hat sich bereit erklärt, uns einen Blick in ihr Gehirn zu gewähren.
ob es möglich ist, eine Aufnahme ihres Gehirns zu bekommen, während sie Stimmen hört? Ein MRT könnte uns zeigen, welche Gehirnregionen während des Stimmenhörens aktiv sind. Hilfreich ist, dass Jennifer Siedler willentlich mit ihren Stimmen kommunizieren kann. Während Jennifer Siedler mit fixiertem Kopf in einer Röhre liegt, baut sich auf einem Bildschirm Schicht für Schicht ein räumliches Modell ihres Gehirns auf. Ja, anatomisch ist das Gehirn absolut normal. Kommt schon jetzt, sagen wir. Professor Dr. Phil Peter Brugger ist Neuropsychologe am Universitätsspital Zürich. Seine Forschungsinteressen sind unter anderem die neurologischen Grundlagen magischen und kreativen Denkens. Zusammen mit dem MR-Physiker Dr. Marco Piccirelli erhofft er sich neue Einsichten über das Phänomen Stimmenhören. Frau Siedler, können Sie jetzt eine Stimme anrufen? Ich werde es versuchen. Wäre es möglich, dass nur Michael da kommt oder ist jemand gerade anders da? Es ist schön, wohl im Hintergrund noch mehr zu hören. Ich kann ja darum bitten, dass es nur einer ist. Okay, dann geht's gleich los. Fast bildfüllend erscheint der Querschnitt eines Gehirns, so als würde man von oben in das aufgeschnittene Gehirn hineinschauen. Aus dem bläulichen Grau des walnussförmigen Gebildes leuchten drei kleine gelbe Inseln. Zwei einander gegenüberliegende im hinteren Teil, wo das Hörzentrum liegt, eine einzelne kleine Insel leuchtet vorne rechts in der Stirngegend auf. Und da sieht man eine ganz andere Aktivierung als vorher. Und man sieht, die Aktivierung ist nicht symmetrisch links-rechts, das ist vielmehr auf der linken Seite. Also für uns auf der rechten Seite. Eine einseitige Aktivierung im vorderen Teil. Genau hier befindet sich das Sprachzentrum. Doch welche Rolle spielt hier das Sprachzentrum, wenn es doch um das Hören von Stimmen geht? Das wäre eigentlich das Wahrnehmen der Sprache, das Hören. Da sind wir ja in diesem Stimmenhörteil von Frau Siedler. Und das Vordere, das Generieren von Sprache, von Sprechen, die Aktivierung hier, ist nur auf der linken sprachdominanten Seite. Das würde eigentlich sehr schön eben zum Hören von Stimmen passen und zur Hypothese, dass eben beim Hören auch dieses aktive Generieren eben da ist. Das Stimmenhören ist also keine bloße Einbildung. Das, was stimmenhörende Menschen wie Jennifer Siedler hören, ist ein echtes inneres Sprechen. Darauf deutet noch ein weiteres Ergebnis hin, wie Professor Brugger ihr auf dem Bildschirm zeigt. Wenn man jetzt eben ganz vorne diese Aktivierung sieht, das sind soziale Interaktionen, bilden sich dort vorne ab. Das ist ein großes Netzwerk, ein Teil eines Netzwerks für soziale Interaktionen. Wir gehen eigentlich davon aus, dass diese Stimmenhören auch eine soziale Komponente haben. Es ist ja, sind nicht nur sie. Wenn jetzt wir zu uns selber sprechen, sind wir allein, dann fehlt das. Das wäre die Idee. Das Stimmenhören, ein inneres Sprechen, bei dem das Hör- und das Sprachzentrum aktiv sind. Eine innere soziale Interaktion, die nur bei stimmenhörenden Menschen wie Jennifer Siedler auftritt. Bei Menschen, die keine Stimmen hören, fehlt diese soziale Wechselwirkung. Beim Denken sind die meisten Menschen also für sich allein. Man kann sich vielleicht fragen, warum wir nicht alle Stimmen hören, beziehungsweise unsere Gedanken eben von außen zu hören scheinen. Das ist, weil wir das innere Sprechen eben als von uns kommend erkennen. Ja? Wenn wir unseren Sprechapparat aktivieren, dann wird das ganze Hirn eben normalerweise, das normal funktionierende Gehirn, vorgewarnt und gesagt, ach, das bist jetzt nur du, der da das denkt. Ja? Und das brauchen wir nicht zu externalisieren und kommt dann als Gehörtes ans Ohr. Bei denjenigen Menschen, die Stimmen hören, ob das nun pathologisch ist oder ob das gesunde Menschen sind, da fehlt irgendwas in diesem Vorwarnen. Da geht das Signal nicht weiter ans Gehirn. Das ist ganz ein wichtiges Prinzip, dass wir eigentlich zwischen Ich und Nicht-Ich unterscheiden können. Ich habe einen elektrischen Bagger mit Fernbedienung, der mit Kabel und der... Was ist der Unterschied zwischen innerer Sprache und sozialer Sprache? Wo beginnt mein Selbst und wo endet es? Wo liegt die Grenze zwischen Innen- und Außenwelt? Die Innenwelt ist zum Teil eine initialisierte Außenwelt.
Wir werden nicht mit innerem Sprechen geboren. Und das ist die Idee, dass die innere Welt eine Verinnerlichung der äußeren Welt ist. Was in Wirklichkeit passiert ist, dass wir lernen, mit anderen Leuten zu sprechen, bevor wir zu uns selbst sprechen. Entwicklungspsychologen haben diesen Prozess sehr detailliert untersucht. Im Alter von ungefähr 2 Jahren laufen Kinder umher und sprechen die ganze Zeit mit sich selbst. Jean Piaget, der berühmte Schweizer Kinderpsychologe, dachte noch, das Kind erkennt nicht, dass ihm keiner zuhört. Erst später sagte ein russischer Psychologe, Vygotsky, das Kind spricht nicht zu niemandem, es spricht zu sich selbst. Ein umfassender Prozess des Spracherwerbs und der Selbst- und Verhaltensregulation. Sagen wir nicht alle uns selbst immer wieder, was zu tun ist? Im Unterschied zu Kindern ist dieses Sprechen zu sich selbst für andere nicht hörbar. Zumindest in den meisten Fällen nicht. Im Alter von 4 oder 5 Jahren lernen wir, das in unseren Köpfen auszuführen. Wenn wir älter werden, wird alles kürzer und im Telegrammstil. Der Unterschied zwischen sozialer Sprache und innerer Sprache wird größer. Aber die innere Sprache hat ihre Wurzeln in sozialer Sprache. Interessant ist, dass viele Menschen, die durch ihre Stimmen verstört sind, erzählen, dass sie von ihnen Kommandos und Anweisungen bekommen. Man kann einen Zusammenhang sehen zwischen negativen Dingen, die Betroffene als Kinder von Erwachsenen gehört haben, und den negativen Dingen, die sie von ihren Stimmen hören. Natürlich macht das Sinn. Ein klarer Zusammenhang. But many voice-hearers say that what the voices do is they repeat the things that were said to them by their abuser. Viele Stimmenhörer, nicht alle von ihnen, sagen, dass die Stimmen das wiederholen, was sie selbst von jenen gehört haben, die sie missbraucht haben. Die meisten Betroffenen hören nicht nur eine, sondern mehrere Stimmen, die jeweils eine Persönlichkeit mit eigenem Charakter, Alter, Namen und Geschlecht besitzen. Am meisten geholfen hat mir das Netzwerk Stimmen. Je mehr die Stimmen von den Stimmhörern akzeptiert werden, desto seltener werden negative, angsteinflößende Stimmen. Das Erste, was ich gemerkt habe, war, dass diese Gefühle, in die mich die Stimmen bringen, dass mir die nicht fremd sind, ne? Dass ich diese Gefühle kenne, dass das irgendwie genau die Ängste sind, die ich als Kind hatte. Und über diese Arbeit an den Charakteren der Stimmen ist mir wirklich klar geworden, dass ich jede einzelne Stimme kenne, dass das meine Vergewaltiger sind, dass es meine Eltern sind, dass es mein Onkel ist. Also es war faszinierend, wie viel damit einmal aufgedeckt wurde. Das Gesicht der Mutter erlischt. Das Gesicht des Vaters. Das Gesicht der Götter erlischt. Das Gesicht der Erde erlischt. Bring aus dem Norden den Schnee. Bring aus dem Süden den Stern. Bring aus dem Westen die Toten. Bring aus dem Osten das Licht. Leute, die Stimmen hören und in der Psychiatrie landen, fühlen sich normalerweise sehr unterwürfig, jedem gegenüber. Sie haben sehr wenig Energie. Sie fühlen sich auch sehr machtlos, auch den Stimmen gegenüber. Die Stimmen dominieren und drangsalieren sie auf dieselbe Weise, wie die Welt sie dominiert und mobbt. Einer meiner Doktoranden hat untersucht, wie sich Geschlechter in Stimmen manifestieren. Wir haben verschiedene Erwartungen an Männer und Frauen. Ich möchte das nicht rechtfertigen, aber es ist die Art und Weise, wie wir leben. Frauen neigen eher dazu, mit ihrer äußeren Erscheinung beschäftigt zu sein. Männer dagegen mehr mit ihrer eigenen Macht. Frauen stehen heute gleichgeschlechtlicher Anziehung viel toleranter gegenüber als Männer. Und die Stimmen reflektieren das. Männliche Patienten hören öfter Stimmen, die sie als Homosexuelle beschimpfen. Wohingegen weibliche Patienten sehr oft Stimmen hören, die sie als unattraktiv beschimpfen, als unfähig, einen Partner zu finden. Die Stimmen sind also zum Teil eine Manifestation der Umwelt, in der wir leben, der Art und Weise, wie wir darin leben. Durch das Loch in der Mauer, durch den Spalt im Schacht. Durch den Riss im Dach, durch das Ofenrohr. Durch die Rinne des Zahns, durch die nässende Nadel. Blut, Schreie und Verscheucht.
Körper versengen. Du musst es tun. Ich will die Augen blenden. Rennt und schwimmt. Schwimmt und schwimmt. Das ist ja so schrecklich, was die mir erzählen. Die erzählen mir, ich handle mit Kinderpornos. Die schlimmsten Sachen, ich verkaufe Drogen an Kinder. Mein Albtraum. Bin dann auch in die Psychiatrie gekommen. Wurde ich dann zugedröhnt mit Medikamenten, mit Neuroleptika. Also es war so grausam, dass ich dann tatsächlich 30 Kilo mehr wog als jetzt. Ja, ich bin auseinandergegangen wie hilflos. Die Nebenwirkungen der Medikamente haben das ausgelöst. Das Ziel einer medikamentösen Behandlung bei Schizophrenie mit auditorischen Halluzinationen ist, die Funktion des Menschen im Umfeld zu verbessern, letztendlich auch natürlich sein Wohlbefinden zu verbessern. Aber diese Medikamente hatten bei mir keine Wirkung. Das war so schlimm. Ich habe denen das gesagt, dass diese Medikamente bei mir nicht wirken, dass die Stimmen trotzdem da sind und mich verfolgen. Dann haben sie die Dosis erhöht, das Präparat gewechselt. Also es war grausam. Dann hatte ich wieder andere Nebenwirkungen. Für einige Patienten, die sehr verstört sind, können Medikamente hilfreich sein. Neuerdings lässt sich nachweisen, dass eine langfristige Medikation nach einigen Wochen mehr schadet als nützt. Wenn es jetzt sehr quälende und sehr gefährliche, existenziell bedrohliche Stimmen sind, wie zum Beispiel, dass jemand hört, er muss springen oder er könne fliegen und er wohnt im Hochhaus oder so. In solchen Fällen können die Medikamente ganz gut helfen, das abzudämmen und es zu dämpfen, unter Umständen auch mal die Stimmen ganz zu nehmen. Dorothea von Häbler, Psychiaterin, Professorin an der IPU Berlin und Oberärztin an der psychiatrischen Klinik der Charité. Das Problem, was dahinter steckt, lösen die Medikamente nie. Also wenn wir sagen, es gibt eine Ursache, weshalb jemand Stimmen hört, ein inneres Dilemma, was unlösbar ist, oder ein Trauma in der Vergangenheit, was in der Zeitschleife hängen geblieben ist und immer wieder eben die Stimmen hören lässt. Wenn so etwas im Hintergrund ist, dann wird es kein Medikament der Welt lösen können. Wenn jemand Stimmen hört, dann hat es ja meistens irgendeinen Grund. Und wenn man sich anhört und zuhört, was der Mensch, der Stimmen hört, erzählt, berichtet von den Stimmen, in welchem Kontext die Stimmen auftauchen, ob die Stimmen Angst machen oder ob sie erfreulich sind, dann ist es wichtig, dass ein Gegenüber da ist, was zuhört und hilft, das Ganze in einen Kontext zu integrieren. Der Kontext kann das Umfeld sein, der Kontext kann das eigene Leben sein, die Vergangenheit oder die Zukunft. Aber es muss irgendwie eingebettet werden. Die Stimmen verkörpern sehr machtvoll externe Figuren. Diese Informationen können wiederum klinisch angewendet werden, um die Genesung zu unterstützen. Das sind also sehr wertvolle Informationen. Und vielen bricht es das Herz, dass die Geschichte, die von den Stimmen kommuniziert wird, diese gelebten Erzählungen zum Schweigen gebracht und unterdrückt werden sollen, verborgen hinter dem Etikett der Schizophrenie, der Patientenrolle und diesem sehr pessimistischen Krankheitsmodell des Stimmenhörens. Und als allererstes würde ich euch mal eine Übung anbieten, die wir auch bei Weiterbildungen immer ganz am Anfang machen. Erfahrungen vieler Betroffener konnten zeigen, je mehr die Stimmen akzeptiert werden, desto seltener werden negative, angsteinflößende Inhalte. Genau hier setzen Psychotherapien an. Caroline von Theissen ist Diplompsychologin und Mitarbeiterin des Netzwerkes Stimmenhören. Es gibt ja immer noch ganz unterschiedliche Stimmen. Also wenn ich das so sagen darf, Rolf, deine Stimmen sind ja ganz eindeutig Täterstimmen. Ne? Das sind Menschen aus der Vergangenheit, die dir Schlimmes angetan haben, die als Stimmen weiterhin präsent sind und dir immer wieder dieses Gefühl von früher reproduzieren. Ja, genau. Und diese Täterstimmen, an die kommt man nicht ran. Und da ist jede Form von Kompromissschließen und so weiter auch wirklich überhaupt nicht angebracht. Okay, jetzt hau dir selber eine runter. Hau dich selber. Hau dich selber. Mach dich fertig. Spiegeln die Stimmen Täterstimmen oder nur eine negative Atmosphäre im Arbeitsalltag? Psychotherapien können dabei helfen, die Stimmen zu integrieren. Möglicherweise ein erster Schritt, um den Stimmen ihre bedrohliche Macht zu nehmen. Und dann gibt es aber Stimmen,
die so abgespaltene Persönlichkeitsanteile sind. Ne? Es kann unglaublich wütende, böse Stimmen geben, die aber eigentlich die eigene Wut darstellen. So eine böse Stimme, da macht es total viel Sinn, mit der ins Gespräch zu gehen und die mal zu fragen. Und diese Stimmen antworten normalerweise auch. Mit denen kommt man dann gut in Kontakt. Und da kann man dann eben zum Beispiel diese Methode anwenden, dass eine außenstehende Person mit dieser Stimme mal in Kontakt geht. Okay, so now if you could just take a moment to become the voice. Jetzt nimm dir Zeit, die Stimme zu werden. Just to connect with, as a spokesman for the voice. Sei ihr Vertreter. Just connect with some of the feelings, body experiences. Verbinde dich mit den Gefühlen, den Körperempfindungen dieser Stimme. Only going as far as feels comfortable to go and as feels safe to go. And you can always bring back. Und denke an das Handzeichen. Du kannst immer zurückkommen. Dr. Charlie Harriet Maitland ist Psychologe am King's College London. Ihm gegenüber sitzt Dr. Longdon. Zwischen beiden Wissenschaftlern befinden sich noch zwei weitere Stühle, die jedoch leer sind. Als würden noch zwei weitere Personen erwartet. In Form eines Rollenspiels wird eine neue Therapieform vorgeführt, die momentan viel Anerkennung bekommt. Compassion Focused Therapy. Selbstmitgefühltherapie, begründet von dem britischen Psychologen Paul Gilbert. Mit einem Schreibblock auf dem Schoß blickt Charlie Harriet Maitland aufmerksam in das Gesicht von Eleanor Longdon, die ihm mit geschlossenen Augen gegenüber sitzt. Für diese Demonstration ist Longdon in die Rolle einer fiktiven Patientin namens Jane geschlüpft. So what is it that you want to say? Was hast du als diese Stimme zu sagen? Ich bin wirklich so wütend und frustriert und weiß gar nicht, wohin mit der ganzen negativen Energie. Es ist wie eine überspannte Feder, wie ein Dampfkochtopf, der kurz vor dem Explodieren ist. Es ist so anstrengend, das zu fühlen. Es gibt einfach keine Pause. Es geht die ganze Zeit so. Und ist das auch etwas Körperliches oder ein bestimmter Ort, wo du das im Körper spürst? Überall. Der ganze Körper ist umklammert von Anspannung, Wut und Verzweiflung. Körperlich unangenehm. Langsam steht Eleanor Longdon alias Patientin Jane auf und setzt sich auf einen der leeren Stühle. Sehr vertieft wirkt sie dabei. Das schmale Gesicht ist ernst. So we asked Jane to change into the chair of the voice. Wir haben Jane gebeten, in den Stuhl der Stimme zu wechseln, um ein Mitgefühl für die Stimmen zu entwickeln, um die damit verbundenen Gefühle herauszuspüren, uns mit ihnen zu verbinden und dort zu verweilen. Wir benutzen die Stühle, um Jane und Eleanor zu helfen, in diese besondere Körpererfahrung hineinzugehen, in die Art und Weise, wie sie den Geist formt. Und was möchtest du Jane sagen? Ich bin wirklich frustriert und sehr verärgert, weil Jane so schwach ist. Es ist zum Verzweifeln, beschämend. Man darf in dieser Welt nicht schwach sein. Man muss stark sein, weil es so viele Menschen gibt, die dich verletzen und ausnutzen wollen. Und ich weiß nicht, was wäre, wenn es mich nicht gäbe. Weil ich stark bin. Und ich bin wirklich stark. Vielen Dank. Könntest du bitte in den Stuhl des Mitgefühls wechseln?
Dasselbe dann, wenn sie anschließend in den Stuhl des Mitgefühls wechselt. So kann sie mitfühlende Motive verkörpern, Fürsorglichkeit und einige der damit verbundenen Körpererfahrungen. Der Stuhl hilft uns also, einen Dialog zu initiieren und einzelne Gefühle zu isolieren. Ich gebe dir nun etwas Raum. Eine heilende Entwicklung bedeutet immer auch eine Entfaltung von Mitgefühl gegenüber sich selbst und allen Teilen der eigenen Persönlichkeit. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Qualität der Weisheit. Einer mitfühlenden Weisheit. Really embodying that quality as you're sitting there in that chair, where you feel that in your body. Verkörpere dies wirklich in diesem Augenblick, während du in diesem Stuhl sitzt. So wisdom about suffering. Wo genau spürst du es in deinem Körper? Die Therapieform, die soeben als Rollenspiel vorgeführt wurde, wäre vor 10 Jahren so noch nicht denkbar gewesen. Lange Zeit galt das Stimmenhören lediglich als ein Symptom, die Stimmen als Begleiterscheinung, deren Inhalt nicht relevant schien. Inzwischen wurde dieser neue Therapieansatz erfolgreich erprobt, an vielen Stimmenhörern, aber auch an Nichtstimmenhörern und ihren verstörten oder abgespaltenen Persönlichkeitsanteilen. Man stelle sich 5 Leute, stellvertretend für 5 Stimmen vor, die in diesen Raum kommen. Einige sind sehr aufgebracht und wütend. Es ist nicht leicht, mit ihnen zusammen zu sein. Und wir haben 2 Wahlmöglichkeiten. Die erste, sie in einem anderen Raum einzusperren, sie zu ignorieren und zu hoffen, dass sie sich beruhigen. Option Nummer 2 ist, sich mit ihnen hinzusetzen, zu fragen, was sie so wütend gemacht hat, die Verzweifelten zu beruhigen und einen Prozess der Sinngebung, des Verständnisses und des Mitgefühls in Gang zu bringen, um gesunde Grenzen zu setzen. Für manche Stimmenhörer, deren Botschaft gehört wurde, sind die Stimmen verschwunden. Fast, als würden sie nicht mehr gebraucht. Bei mir selbst sind die Stimmen zwar geblieben, aber die Beziehung hat sich verändert. Plötzlich sinkt der Fuß eines verirrten Wunsches in die moosige Mulde. Die Erde gibt nach, Bienen schwirren empor, ihr goldener Schleier zerreißt, Glucksen steigt aus dem Dunkel, Seufzer tropfen ans Licht. Es singt die einsame Quelle mit hellen Kristallen, es leuchtet in Tränen das innerste Leid. Es gibt da im Moment viel Forschungsaktivität durch Psychotherapie oder Neurofeedback oder Neurostimulationsverfahren, eben spezifisch auch dieses Symptom der Halluzination zu behandeln, wenn das belastend ist für die Patienten. Wir etwa versuchen, den Patienten durch Regulation der Sprachareale zu ermöglichen, selber aktiver Kontrolle über die Stimmen zu geben. Das heißt, hier ist auch gar nicht das Ziel, die Stimmen wegzunehmen, sondern den Individuen zu ermöglichen, zu kontrollieren, wann und wo die Stimmen auftauchen, in welcher Form die auftauchen. Und eben nicht, dass man sozusagen denen hilflos ausgeliefert ist, wie das häufig von den Patienten berichtet wird. In einem Behandlungszimmer einer Züricher Neurofeedback-Praxis. Über ihren langen braunen Haaren trägt Jennifer Siedler eine feste Haube, aus der verschiedenfarbige Kabel ragen. Ich lasse das jetzt laufen. Und Sie sind jetzt quasi der Operator von diesem Film. Während ihre hellen Augen einer Filmhandlung auf einem großen Flachbildschirm folgen, ist sie an ein Elektroenzephalogramm angeschlossen, das ein Hirnstrombild erzeugt. Dieses Hirnstrombild wird dann über einen EEG-Verstärker in den Computer übertragen. Wann immer eine Entspannung im Hörzentrum gemessen wird, ist der Film klar. Ansonsten gibt es Störungen in Form von schwarzen Punkten, die das Filmbild überdecken. Ich sehe jetzt eine Aktivierung im schnellen Bereich,
auf Ihre Hörrinde. Ist das für Sie jetzt ein Zustand, in dem Sie Stimmen hören? Susanne Schmidt-Greter, diplomierte Neurofeedback-Therapeutin, sitzt vor einem Computerbildschirm, auf dem sich Kurven und Linien orange-rot wie züngelnde Flammen auf- und abbewegen. Also Neurofeedback ist eine computergestützte Methode, mit der das Gehirn lernen kann, sich neu oder anders zu organisieren. Neurofeedback basiert auf der Erkenntnis, dass ein belohntes Verhalten verstärkt wiederkehrt. Und wir belohnen das Gehirn für ein richtiges Verhalten, indem dass der Film dann adäquat läuft. Neurofeedback überhaupt ist eine Methode, die sehr vielversprechend ist, weil wir dadurch ohne Medikamente nicht invasiv das Gehirn beeinflussen können, ein neues Verhalten anzunehmen. Durch das Neurofeedback können Stimmenhörer eine größere Kontrolle über ihre Stimmen erreichen. Eine Neurofeedback-Therapie dauert circa ein Jahr, verteilt auf 20 bis 40 Sitzungen. Eine Therapiemöglichkeit, mit der Betroffene ihre innere Selbstbestimmung wiedererlangen können. Der Idealzustand wäre natürlich, wenn ein Stimmenhörer das schafft, seine dienstbaren Geister sozusagen dazu zu bringen, ihn zu bereichern, ihm Tipps zu geben, seine Kreativität zu fördern und den Kontakt zu anderen Menschen zu verbessern. Und dann sage ich, naja, wenn Sie das können, dann können Sie doch zum Beispiel damit anfangen, dass Sie so eine Art Zeitplan einrichten, dass sie ihren Stimmen sagen, also es wird jetzt nicht dauernd gequatscht, Tag und Nacht, sondern ich richte eine Zeit ein, meinetwegen von 15 Uhr bis 16 Uhr, da höre ich euch dann mal zu und sonst höre ich eben nicht zu. Ich habe ja dafür einen Begriff geprägt, ich nenne es einen psychischen Parasit. Ja? Also man kann sich diesen psychischen Parasit wie eine fremde Person vorstellen, die nicht zum eigenen Unbewussten gehört, aber in einer gewissen Weise autonom ist und sozusagen ihren eigenen Kopf hat. In der Therapie ist für uns entscheidend, wie die Stimmen zu dem Leiden beitragen. Sehr viele von den Patienten mit Schizophrenie leiden sehr stark unter den Stimmen, weil das imperative Stimmen sind, also die befehlend sind und häufig eine sehr auch negative Stimmmelodie haben und damit eine sehr hohe Belastung und häufig auch eine sehr hohe Erhöhung des Selbstmordrisikos mit sich bringen. Andererseits müssen Halluzinationen nicht zwingend nur belastend und nur destruktiv sich auf das Leben des Patienten auswirken. Es gibt viele Patienten, die sind sehr zufrieden damit, dass sie irgendwie quasi eine extra persönliche Ansprache haben und daraus folgt auch nicht unbedingt, dass dann eine Behandlung stattfinden muss. Heute gibt es kein wirkliches Bedürfnis mehr, die Stimmen zu kontrollieren, weil sie kein Widerspruch in mir sind. Etwas, was versucht, mich zu zerreißen oder zu zerstören. Sie sind positiv und unterstützend. Wir arbeiten eher als Team zusammen. Ich halte sehr viele Vorträge. Oft erinnern mich die Stimmen daran, was ich sagen wollte. Wenn Konflikte auftauchen, vielleicht eine Auseinandersetzung mit jemandem, dann unterstützen die Stimmen mich. Manchmal können sie auch komisch sein, mich zum Lachen bringen oder sie können mir Mut machen. Wenn ich gestresst oder überwältigt bin, dann erinnern sie mich daran, positive Dinge zu tun und auf mich aufzupassen. Über ihre Erfahrungen spricht Eleanor Longden seit mehreren Jahren öffentlich. Dieser Vortrag wurde von dem Internetportal TED weltweit verbreitet und bereits über 3 Millionen Mal aufgerufen. Wenn ich zum Beispiel eine Vorlesung über Kindesmissbrauch halte, könnte es Stimmen geben, die sehr viel Angst davor haben, dass ich öffentlich über Missbrauch spreche. Viele missbrauchte Kinder haben diese machtvolle Botschaft bekommen: Du darfst niemandem davon erzählen. Schreckliche Konsequenzen wird es für dich haben, wenn du es doch tust. Teile von mir haben diese Nachricht wohl verinnerlicht, die von den Stimmen wiederholt wird.
Sprich nicht darüber. Schlimme Dinge werden passieren, die dich sehr unglücklich machen. Früher hätte ich das als eine Drohung gesehen, als wenn die Stimmen mir drohen würden. Heute dagegen weiß ich, dass das einfach Teile von mir sind, die verständlicherweise noch immer die Folgen fürchten, so etwas laut auszusprechen. Ich beruhige die Stimme also. Du weißt, dass wir nun in Sicherheit sind. Wir waren alleine, als der Missbrauch passierte. Aber wir sind nun nicht mehr allein. Viele Menschen würden uns helfen und sich um uns sorgen. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen und das Recht, es zu sagen. Du hast nichts zu befürchten. Ich konnte dich damals nicht schützen, aber ich kann es heute. Dies sage ich zu der Stimme und gleichzeitig zu mir selbst. Einen Moment noch, um die Stimme zu beruhigen und mir Mut zu machen. Und dann beginne ich mit dem Vortrag. Und alles ist in Ordnung. Also die Vorurteile, das ist etwas, womit wir in der Psychiatrie ganz groß zu kämpfen haben. Die Depression ist inzwischen akzeptiert als eine Krankheit, die genau vielleicht in der Häufigkeit vorkommt, wie das Stimmenhören ungefähr, weil so viel Anti-Stigma-Kampagnen gelaufen sind. Und Menschen verstehen, okay, mir kann das auch passieren. Bei dem Stimmenhören ist es weniger der Fall, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit getragen wurde, dass man sagt, es kann ganz normal sein, dass man eine Stimme hört. Und es ist wichtig zu unterscheiden, dass wenn jemand unter Stimmen leidet, dass dem auch Hilfe zusteht. Und diese Unterscheidung, nicht Stimmen per se, sind schrecklich und sind krank, sondern es gibt Stimmen, die kann man durchaus in den Alltag integrieren und es gibt Stimmen, mit denen geht es erstmal nicht. Das ist ganz wichtig und das sollte allgemein wissen werden. Manche Leute hören Stimmen, ohne dass jemand mit ihnen spricht. Und das ist interessant. Ich glaube nicht, dass es uns etwas darüber sagt, dass dies Heilige oder Verrückte sind. Nur, dass wir sehr interessante Menschen sind. Es sagt uns, dass das, was in unseren Köpfen, in unserem inneren Leben passiert, sehr reich, sehr interessant, sehr konfliktreich, sehr emotional und sehr verblüffend ist. Aber letztlich extrem interessant. Ohne Stimmen hätte ich sicherlich ein ganz anderes Leben geführt. Ich wäre wahrscheinlich auch keine Wissenschaftlerin auf diesem Gebiet geworden und auch keine Mental Health Aktivistin. Du kannst verwenden, was passiert ist, um deine persönliche Tragödie zu transformieren, als Grundlage für soziale und politische Aktion. Ich kann nicht rückgängig machen, was mir passiert ist. Den ganzen Horror, das Elend und das Leiden. Aber ich kann es mir aneignen, um einen positiven Wandel in der Welt zu bewirken. Zugeflüstert und angeschrien. Vom Leben mit fremden Stimmen. Ein Feature von Anja Krug-Metzinger. Mit Gedichten von Detlef Wilhelm Klee. Es sprachen Nicole Engeln, Sascha Chorn, Daniel Berger, Louis Friedemann Thiele, Glenn Golz, Martin Bross, Ralf Drexler, Sigrid Burgholder und Doris Plenert. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Lela Margareta Jafarian. Regie Petra Feldhoff. Redaktion Thomas Nachtigall. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2017.